Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Indie-Short-Game. Wir spielen heute Haunted Hallway, ein Game bei itch.io, das beim Scream Jam 2023 entstanden ist. Ich bin gespannt, um was es hier geht. Es sah von Bildern her relativ gut aus, auch wenn es hier gerade ein bisschen ruckelt. Das liegt nicht an mir, ich glaube, das liegt am Spiel selber. Es ist auf jeden Fall ein Unreal Engine-Game und ich glaube, das sieht man auch. Ich mag die Lichteffekte bei Unreal Engine. Die finde ich sehr gut immer gemacht. Ich habe aber keinen Plan, um was es hier geht. Ich hoffe, es bringt uns zum Schreien. Oder vielleicht auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir gehen mal durch diese verfluchten Korridore. Gucken wir, wo wir hin müssen. Hier vielleicht weiterkommen. Hin. Noch nur laufen. Gucken wir nach oben. Ich weiß, da vorne noch eine Tür auf. Wir gucken erstmal ein bisschen uns hier noch um. Vielleicht versuchen wir auch gerade Lost Places zu erkunden. Das sieht ja so ein bisschen ähnlich aus. Gucken uns einfach diese Orte mal an, die hier verlassen dastehen. Sieht aus wie so eine alte Schule. In Russland anscheinend. Okay. Hat keiner meine Schule gebraucht. Der Ort wurde verlassen. Das kann ja auch sein. Ich finde Lost Place immer sehr faszinierend, weil auch immer alles stehen und liegen, nicht alles, aber viele stehen und liegen gelassen wird. Und einfach so ein, das ist wie eine Art begehbare Zeitkapsel. Sieht so alte Sachen, Gegenstände und kann so ein bisschen auch in die alte Geschichte eintauchen. Die hier aber wohl verflucht ist. Vielleicht müssen wir auch hier diese Musik im Hintergrund. Vielleicht müssen wir auch diese Spieluhr einfach finden. Die ist doch aber unten. Vielleicht unten. Wir hatten unten ja noch ein bisschen was, was wir noch nicht erkundet haben. Ja, hier wird es lauter. Und da leuchtet es auch. Was machst du hier? Hallo? Was? Oh Gott. Danke für die Taschenlampe. Ja, im Dunkeln würde ich hier nicht reingehen. Da würde ich dann... Oh Gott. Da würde ich dann lieber im Auto warten. Oder mir erstmal ein Hotel suchen. Geht doch nicht im Dunkeln in solche verlassenen Orte. Man weiß nie, was da ist. Es müssen ja nicht mal Menschen sein. Geht auch nicht von Geistern. Aber da kann so viel passieren. Stand da gerade jemand? Suchen wir jetzt nach dem Jungen wieder? Junge? Ach, wie cool das aber auch gemacht ist, dass es hier reinregnet. Alter, Toilette. Was? Alter, wenn ich das sehe, würde ich schon schreiend rausrennen. Aber hier ist ja nichts. Da hinten. Kannst du mir erzählen, was du willst? Da hinten stand gerade was. Hier stand gerade was vorm Fenster. Das ist mit dem Gewitter richtig cool gemacht. Entschuldigung, ich finde das faszinierend. Ich finde das einfach. Sowas finde ich richtig cool. Ich hab dich gesehen. Mein Junge. Da hinten. Nicht spielen hier. Komm, wir müssen nach Hause gehen. Okay. Das ist doch direkt über uns. Hallo? Wenigstens stürmt's draußen nicht mehr. Sporthalle? Was? Irgendwo da oben auf der Tribüne. Geister, lasst mich in Ruhe. Hallo? Klopft doch nicht, die Tür ist doch bestimmt auf.
Wer schläft denn da? Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Wo ich immer noch das Gefühl habe, dass sie direkt neben dem Eingang wohl steht. Aber da ist nichts. Gehen wir einmal nach oben. Na, er ist doch hier oben. Irgendwas hat sich aufgemacht. Okay, hier ist aber doch nichts. Nicht auf der Tribüne. Und vielleicht hier, wo es leuchtet. Ach ja. Hab dich! Was? Hab ich meine Tasche... Oh Gott, bin ich jetzt der Junge? Muss ich mich jetzt verstecken? Das Rote hat so ein bisschen was von Silent Hill jetzt. Das ist die Toilette. Kommt mich jetzt was holen? Hallo? Oh ja. Oh ja. Nein, 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 nein. Tschüss. Leucht mich doch nicht an. Hätten wir jetzt wirklich vor uns selbst weg? Wäre irgendwie cool. So, wie sah der denn aus? Ich glaube, wir sind hier gestorben und wir wurden vielleicht misshandelt. Und geistern jetzt hier in der Schule rum. Hinten. Nein. Oder steht der Junge noch? Oh Gott, sind wir das jetzt? Wir waren das? Wirklich? Wir waren das jetzt wirklich? Hä? Hallo? Wow. hat sich auch das Spiel beendet. Ja, ich glaube, es gab auch kein Startmenü. Ich glaube, das war das. Okay. Wie groß sieht der Junge jetzt aus? Ich habe doch gesagt, wir hätten da nicht reingehen sollen. Wir hätten warten sollen, bis es hell war wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, okay. Das war Haunted Hallway. Ich hoffe, es hat jetzt genauso gefallen wie mir. Wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao.